Herzlich willkommen zur weiteren Folge Karte in Thüringen. Wir machen jetzt ein bisschen Ausgleichen für Straße, weil das so viel geworden ist. Müssen wir jetzt korrigieren. Das heißt, diesen ganzen Anstieg müssen wir jetzt angleichen. Dann müssen wir Hilfsmodell machen und das andere mal aus. Wir müssen jetzt angleichen. Das heißt, den machen wir mal gleich ein bisschen größer. Und dann werden wir das angleichen oder flanieren. Scheiße. Nochmal das Wort Scheiße genommen. Entschuldigung. Hier müssen wir angleichen, das ist auch nichts. Angleichen heißt jetzt erstmal mit der Maus. Sonst ist er zu viel immer weg. Straße wieder sichtbar, ja. Hoffe, das passt. Den Rest machen wir bei Licht. Mit Taschenlampe. Ja, der ist das gleiche wie vorher auch. Aber hier ist er extrem geworden. Ah, da muss ich machen, Licht, das ist auch nichts. Ich habe kein Licht, kein Geld mehr, scheiße, Mist. Da müssen wir mal gucken. So. Niveau von der Straße annehmen normalerweise. Auftragen. Noch nicht so viel. Kostet ja auch ein Vermögen, denke ich mal. Die Straße ist einfach zu tief, zu hoch. So, jetzt wollen wir das entsprechend planieren, nicht angleichen. Nicht so viel. Das heißt, in der Straße muss man gar nichts machen normalerweise. Nur Licht. Aber wie ich schon sehe, Straße ist wieder tiefer. Von Licht anschauen. Ja, das lasse ich jetzt so. Das ist so schwarz in den hellen, wie man redet, nicht richtig Mist. Ja, das muss ja mit dem hellen gemacht werden, das ist ja auch nichts. So, wir fahren mal hier weiter. Ja, dunkel ist ein bisschen blöd. Aber wir gehen mal wieder auf 60. Ja, auf 60. Wir fahren zum E-Kreisverkehr, also nicht ganz so tragisch. Ich könnte auch Auto Drive nehmen, also wäre auch möglich. Aber erstmal machen wir Crossplay, so, das ist eine gute Frage. Ist das der richtige Weg? Ja, richtiger Weg. Im Dunkeln ist es ungünstig.
gebe ich ehrlich zu. Wunderbar, der Weg jetzt da ist, kann ich erkennen, wo man lang geht. Wenn mehr Licht, na, mehr geht auch nicht. Oh, Bacon Heart, gekämpft. Er war auch nicht toll. Also wenn ich das vergleiche mit dem den Kosten für Solarstrom und Einnahmen BGH, 10.000 ungefähr verdient. Ja, nicht mal, wenn du genau nimmst, ist er mit mehr als, ja, 10.000 vielleicht. Also vergesst die Aktion mit der BGH, mit der Lade kaufen. Lohnt sich nicht. Es sei denn, da sind noch ein paar Ballen rumliegen, das kann natürlich sein, ja. Oh, jetzt haben wir. Pause. Wegpunkte zurückgehen. Hat er nicht wieder Regen angesagt? Naja, was soll's. Nicht lustig. Junge, war das doch ein kaltes Wetter hier. Jetzt lasse ich mich rechts einschwenken. Und Pause, Ende. Ja, ich muss auch natürlich das Ding aktivieren für den Crossplay und nicht für den Overdrive. Beides zeigt die Maus an. Mausrad heißt hier Overdrive und Crossplay brauchst du rechte Taste. Wenn du das nicht mitbekommst, beziehungsweise du denkst ja, wieso, die Maus zeigt dir alles an und dann geht nichts so. Aber nicht rechts rum, aber nicht beim Händler. Sauberte! Also von dem Geld können wir jetzt im Prinzip ein Gerät leihen für Maishäcksel. Maishäcksel wäre jetzt eine Option, die würde gehen. Wir brauchen einen Radlader fürs Verteilen und fürs Reinfahren oder fürs Korrigieren. Jedenfalls brauchen wir einen Maishäcksler. Mit Maisgebiss, natürlich. Den Mais können wir schon ernten. Denke ich mal, als Silagemais, ne? Ist auch noch eins, Mistwetter. Ja. Selbst wenn heute die Ernte gehen würde, es geht doch wiederum nicht. So, jetzt muss ich überlegen. Im Grunde sind wir jetzt, müssen wir nicht aufpassen und fahren, dass wir richtig fahren. Das heißt, dass wir nicht kreuzen. Das heißt, vom Silo müssen wir gleich rechts rein und dann links die Kurve nehmen, nicht umgekehrt. Dann werden mindestens zwei Fahrzeuge fahren, davon gehe ich aus. Es ist ungünstig, wenn die sich kreuzen. Oh, die Fehler sind nicht, die sind durchfahrbar. Also ich habe beinahe Panik gekriegt, dass ich bremsen muss. Ja, das war so rum. Wenn wir die Kurve nicht zu eng nehmen, sonst ist das schlecht.
Es darf wieder hell werden, ne? Also. Mag grad nicht im Dunkeln spielen. Da sind noch hier die Dinger weg, hier die. Ach, sag schon, die Silos, weil die im Grunde da im Weg stehen. Ah, jetzt wird's hell. Ein bisschen angenehmer zu fahren, wenn man ein bisschen voraussehen kann. Denn wir können ja theoretisch den LKW auch alleine fahren lassen mit einem Anhänger und den anderen mit dem Dolly entsprechend den anderen Traktor, mit dem Fan zum Beispiel. Wenn wir den noch haben. Und die kann dann genauso mit dem GTB fahren lassen. Die fahren ja auch 70 km/h. Und haben die nötige Leistung, also. Zumindest haben wir keine in der Silage keine Verluste gemacht. Also Gewinn tut nichts bei. Ich habe auch nicht geschaut, ob noch Silage vorhanden ist. Also es könnte natürlich sein, dass 3-4 Ballen oder 10 Ballen da noch liegen. Und dass dadurch vielleicht ein Gewinn von 30.000, 40.000 möglich gewesen wäre. Vielleicht mal schauen. Aber im Großen und Ganzen ist das dann egal, ne? So, das ist der erste Kurs für rechts Feld. Ich bin Weizen oder für Mais ist der andere Kurs zu trainieren. So, Überführungskurs. Ah, nicht groß schreiben, das ist Mist. Ich schreibe mal klein. So, der andere Kurs. So, hier oben was gucken. Und zwar wollte ich gucken bei der BGH. Ja, von die haben wir noch, ja. Und da ist der Band. Und da warte, von der haben wir noch genug Fahrzeuge, die abfahren können. Hänger haben wir auch da, ja, keine Sorgen. Ja, es sind ein paar Ballen noch zu liegen, ja. Das ist natürlich richtig. Das sind ungefähr, weiß ich ungefähr, das sind genau 10, 16 Ballen. Ja gut, wir hätten noch ein bisschen was verdienen können. Die waren fest. Oder auch nicht. Ja, das sind das können wir normal machen mit Geschwindigkeit. Gut, da hätten wir ein bisschen mehr verdient, ne? Also gebe ich zu. Bestimmt. Oh ja. Jetzt habe ich mal Ballen reingeworfen. Morgen früh wissen wir mehr. So, jetzt brauchen wir einen Führungskurs für die anderen Felder. Und ich wollte mal schauen, ob der reif ist. Wo das an sich jetzt egal ist, ist noch nicht reif. Weil das ist jetzt im Grunde Schnuppel. Weil ist eh nass. Von daher geht die Ente sowieso nicht. So, Überführungskurs für die beiden Felder.
Hafer. Als Hafer muss ich mal schauen, wir haben auch links auch die Felder. Und zwar 41 ist da. Gut, von der 42 ein bisschen weit weg. Aber ansonsten können wir hier locker drei Felder bedienen. Ne? Also zuerst die anderen beiden und dann links. Oder wir machen nachher vorne einen separaten Punkt für beide anderen. Das ist schon eine andere Fruchtsorte. Ne? Na gut, da wird auch später reif werden. Den kurz mal löschen. Fahren wir wieder einen Kurs und zwar für Haferprinzip. Für Felder 48 und 49 und auch im Notfall für die 41 geht es auch. Hätte ich vorhin auch einschreiben können in einen anderen Kurs. Ja, okay. Natürlich weiß ich natürlich nicht hinterher, was ein Kurs dann gemeint ist. Ne? Mein Fehler. Ja, solange nicht reif, das soll ja wohnen. Das kommt ja mit dem Mais irgendwann. Hier ist es wichtig, dass wir entsprechend unsere Fahrzeuge nicht zu schnell fahren, dass wir die Kurve ausgetragen werden. Wäre schlecht. Hm. Und da das Nachbarfeld auch was ausgesehen worden. So, liebes Flo, das soll es für heute gewesen sein. Wir fahren ja gleich weiter. Dann seid mal tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Ich weiß, ihr hört uns in der nächsten Folge. Tschüss.